MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzlich willkommen zurück, Leute. Mein Name ist Herbert von GamerTV und hallo hier beim Eurotruck Simulator 2012. Nicht 2012, Eurotruck Simulator 2 heißt das gute Stück. Ich bin gestern noch eine Runde gefahren, habe Level 1 erreicht und habe eine Fähigkeit zugewiesen. Leider habe ich vergessen, das aufzunehmen. Ja, passiert auch mir mal, und zwar habe ich die Fernfahrten hochgeskillt. Das heißt, dass wir Lieferungen bis zu 350 Kilometer eine 5%ige höhere Vergütung erhalten und 25% mehr Erfahrung erhalten. Fand ich ganz wichtig, ist recht, was das Geld angeht. Gut, schauen wir uns das nächste Auftragsangebot mal an. So. Von Paris nach... keine Ahnung wo. Aber den fahren wir. Der hört sich vernünftig an. Patch ist installiert. Es gibt ja direkt schon neun. Kurz nach Release kam der erste Patch. Oder mit dem Release. Wurde gepatcht oder sowas in die Richtung irgendwie. Mit einem Valiant fahren wir. Okay, Moment. Ich nehme noch kurz ein Stück Schokolade. Weil ich einfach Lust drauf habe. So. Ich glaube, angekoppelt sind wir ja automatisch. Genau. So, dann schmeißen wir die Karre mal an. Oh, jetzt stört die Schokolade aber. So. Öltemperatur stimmt. So, erstmal hier rausfahren. So. Kommt auch keiner. So, auf geht die Fahrt nach... keine Ahnung mehr. Habe ich komplett vergessen, wo wir hinfahren. Macht aber, glaube ich, nicht so viel jetzt aus. Gut, ja. Der hat es sehr eilig vor mir, glaube ich. Richtig eilig. Danke übrigens für die Tipps, wie man sein Fahrzeug wieder aufrichtet und so weiter. Leider viel zu spät gesehen. Dafür habe ich jetzt auch einen neuen Spielstand, falls es noch keinem aufgefallen ist. Ich habe einen neuen Spielstand. Okay, hier sollte man eigentlich die Vorfahrt gewähren, aber naja, kam ja keiner zum Glück. Auch sehr hübsch hier. Also muss ich echt sagen, die Umgebung wurde so geil gemacht. Hier fahre ich echt gerne durch. Recht, weil es immer was Neues gibt. Hups. Hoppala. Habe ich voll gegen den Schaltknüppel gerade geklopft. Wie sonst was. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich habe vorher keine Soundaufnahme gemacht, beziehungsweise einen Soundtest durchgeführt. Den mache ich jetzt schnell. So. Ist alles in Ordnung. Zum Glück. Es kommt ja hier und da mal vor, wenn ich über Skype mit jemandem telefoniere, dass das Mikrofon sich runterregelt und ich danach eine Aufnahme mache. Sie haben Post. Rufen wir gleich ab, wenn wir zurück in der Zentrale sind. Das juckt mich momentan wenig, dass wir Post haben. Ich schalte mal das Infodisplay durch. 676 Liter Tank. Sieht alles ganz in Ordnung aus. So, als ob alles in Ordnung wäre. So, mal langsam runterbremsen. Ach so, hier ist das Eisenbahngleis. Dafür waren alle so vorsichtig. So. Wunderbar. Ach ja.
Man entdeckt dann doch Folge für Folge, glaube ich, jetzt mittlerweile dann immer was Neues. Einer schrieb ja schon, ich sollte mir doch Geld cheaten. Warum? Da sehe ich keinen Grund drin. Also ich fahre es mir lieber komplett zusammen. Wir haben Zeit für dieses Let's Play. Ewigkeiten. Eine Folge kommt übrigens am Tag. Circa dauert die Folge dann immer 2 Aufträge, außer es würde was dazwischen kommen. Langsam abbremsen hier. Das geht in die Hose, das geht in die Hose, das geht in die Hose. Oder nicht? Coole Angelegenheit. Fuck. Ich will gar nicht hier lang. Wahnsinn. Wie viele Fehler doch ganz flott, rapide passieren. F5 war das, genau. So, jetzt nochmal überlegen. Wir haben relativ wenig Sprit, so wie das aussieht. Kommen aber noch 1300 Kilometer mit dem Safter, also müsste das eigentlich komplett ausreichen, um vorwärts zu kommen. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann kommen wir halt nicht so weit. Dann müssen wir einen Abschleppdienst rufen. Ich hatte gesehen, mit F7 können wir einen Abschleppdienst rufen, der uns dann wieder aufrichten würde. In der letzten Folge ist mir ja der Trailer umgekippt. So, und danach hatte ich ja das Problem, was ihr nicht gesehen habt, dass ich mich nicht mehr aufrichten konnte. Ja, und ich hatte nicht nachgeguckt, auch nicht in der Beschreibung mal nachgeschaut. Da steht es nämlich drinne. Ja, dass ich den ADAC anrufen kann. Aber naja, das hat sich damit dann jetzt auch erledigt. Und gut, Pech. Dafür habe ich nur einen Account angefangen und wir sind schon Level 1. Aber das macht euch hoffentlich nichts aus. Ich habe nur eine Fahrt weiter gemacht als vorher. Das dürfte jetzt nicht arg schlimm sein, meiner Meinung nach. Aber so eine geile Umgebung hier. Richtig schick. Ich finde einfach, Euro Truck Simulator 2 ist millionenmal besser als der erste Teil. Millionen, ja, tausendmal besser als Scania. Alleine dadurch, dass die Strecken viel größer sind und alles, das hat schon seine Vorteile. Man sieht dann doch einen Unterschied. Circa in einer Stunde, 38 Minuten kommen wir an. So. Gut, dass der da vorne gerade Gas gibt. Sonst wäre ich dem auch nach hinten drauf gefahren. Naja, wenn er im Notfall jetzt langsamer fährt als ich, kann ich ihn immer noch überholen. Wirklich langsamer. Warum? Schlimm, die Jugend von heute hinterm Steuer. Fährt viel zu langsam. Kratz, 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 kratz. Eins habe ich mir vergessen hinzustellen. Ich habe zwar Schokolade, aber keine Sprudel. Oder Wasser oder irgendwas anderes zum Trinken. So, wir haben zumindest schon mal 5.500, ein bisschen da drüber, aber 5.500 haben wir. Nach Kellers. Wohin müssen wir? Ist der denn bescheuert? Leggen's mich am Arsch? Genau, da müssen wir auch hin.
So. Überholverbot. Auch nicht schlecht. Dann ist das wohl so, ne? Wow, das Lenkrad ging los. Vom Tisch. Das Lenkrad ging los. Vom Tisch. So, langsam vorsichtig weiterfahren. Und richtig. Bombe. Festschrauben. Boah, es ist doch echt momentan... Wir haben grün. So. Noch die grüne Ampel ausgenutzt. Würde ich einen Drehwurm kriegen, ne? Ach ja. Sehr unwahrscheinlich, dass da schon einer auf der Spur gewesen wäre. Aber vorsichtshalber immer mal nachgucken, nicht, dass da irgendwie was übersehen wird oder so. Auch wieder eine super schöne Umgebung hier. Richtig schick. Krasses Streckennetz. Auf Navi sehen wir gerade alle möglichen Wege. So. Hoppala. Naja. Was zur Hölle war passiert? Aber hat keinen Schaden gebracht. Das ist gut. Sehr gut. Hier drehen. Ich glaube, wir haben den Arsch offen, ne? Wahnsinn, wie doch die Leute hier meinen, fahren zu dürfen. Echt nicht normal. Ach ja, und unser Freund, die rote Ampel, ist zurück. So, vorsichtig. Wunderbar. Das hat funktioniert. Das hat auch funktioniert. Hoppala. Mannhändler entdeckt. Mann, 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 Mann. Mannhändler ist gut. Also ich weiß noch nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was wir uns für einen LKW schon mal holen sollen oder so. Also wir können ja langsam mal überlegen. Es gibt ja so viele LKWs. Und... tja... müssen wir irgendwann mal überlegen, was wir für uns empfinden, was wir für einen brauchen können. Ich weiß es selber noch nicht, was ich gerne fahren würde. So, das Einparken wird ganz sicher nicht übersprungen. Das übernehmen wir locker.
So. Ja, wunderbar. 55 Euro wegen Level 1 Bonus dazu. Und Pünktlichkeit? Nicht? Okay. Naja, fortfahren. Nehmen wir die nächste Aufgabe in Anspruch, aber erstmal unsere neue E-Mail. Selbstständiger Fahrer gesucht. Für eine große Anzahl aus Lieferungen suchen wir fähigen Fahrer. Was? Für die eine Anzahl? Was? Für eine große Anzahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Ja, okay, wir haben aber momentan keinen eigenen LKW. Also bringt das uns nichts. Ja, okay, wir haben... Wir können uns mit der Bank finanzieren. Wir könnten uns 100.000 Euro leihen für einen eigenen LKW. Es wären aber 2.887 Euro pro Tag, um zurückzuzahlen. Das wären 35 Tage. Finde ich ein bisschen krass. Also, ich werde erstmal meine Aufträge weiterfahren. Das ist mir wichtiger. So, und wir nehmen mal den nächsten an. Nehmen wir direkt den ersten hier. Oh, das ist mal eine schöne lange Strecke. Bringt auch 5.538 Euro. Ja, die Strecke fahren wir natürlich. Aber die sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute.